Hallo und herzlich willkommen. Schatz, hier mal unsere neueste Errungenschaft. Ein kleiner Bär. Level 108. Böhr. Ein Böer. Level 108 ist er geworden. Sehr schön. Vielleicht hat ihn die Spinne doch noch erwischt, die vom letzten Fleisch dahergekommen ist. Okay. Carsten und Lilo sind natürlich auch wieder dabei. Schon gehört, Hallöchen. Hallo. So, und ich soll den Böer jetzt heimbringen. Wenn es geht, an einem Stück. Okay, zuerst nenne ich ihn mal Moment. Böa. So, und jetzt kommt's mit. Wir haben auch ein bisschen mit Drill gefarmt und deswegen steht vielleicht dort auch die ein oder andere Fort. Hallo! Wisst ihr, was das Longhorn jetzt macht? Nee. Hat Streit sich anfangen. hingelegt und schlafen. Was? Faules Stück. Dreht ihm in den Hintern. Wake up? Ja, tue ich gerade. Könntest du jetzt die Gütigkeit haben und mitkommen? Mann, Das Mann, hat Mann, halt die Mann, Mann, ganze Mann. Nächte jetzt 3 Nächte lang durcharbeiten müssen, Nee, ne? nee, das war vorher der Elefant. Übrigens hat unser Bär noch immer diesen Langsamkeitsbug. Wie ging das Oh weg? nein. Ich Jetzt glaube, du angreifen hast. lassen, oder? Ich glaube, der hat angegriffen, ja. Ah, jetzt brauche ich irgendein Viech. Warte mal. Da oben ist was. Ach nee, das ist tot. Wieso bist du tot? Ach, Skelette. Oh Gott, bis der Bär da ist. Ja. Zum Glück sind die Skelette ja auch nicht schnell. Reicht's, wenn ich dir eine verpasse? Reicht das? Es reicht nicht. Ich glaube, ansonsten hast du noch mal abgepfiffen und dann noch mal gepfiffen. Ich weiß es nicht mehr. Und irgendwann ging es. Eines wäre kämpfen gewesen. Fürchte auch. Na komm, Bär, da ist ein Goblin. Lass die einfach hauen, haut er auch. Goblin, komm her. Der Goblin interessiert sich nicht für mich. Ah, jetzt. Nee. Der hat losgelacht und rennt weg. Was ist denn das für ein Oh Goblin? Gott. So übel sieht's also mit dir aus, dass selbst ein Goblin Mitleid hat und wegrennt. Der lacht mich nur aus. Ja, der wird sagen, die hat genug zu tun mit ihrem Bör, da lassen wir sie mal in Ruhe. Der rennt jetzt zu seinen Kollegen und sagt von wegen, Dirk weiß noch nicht mal, wie sie diesen Langsamkeitsbug wegkriegt. Der holt jetzt seine Freunde und sagt, komm, Popcorn. Gibt's eine Gut, am Böhrschule? Ende der Folge sind wir dann bei euch. Eines der schnellsten Viecher normalerweise, ja? In der Theorie. So. Skelett, könntest du mal mitkommen, bitte? Du bist schneller als der Bär. Ergibt sich nichts von der Geschwindigkeit her. Komm her, kleines Longhorn, der Bär muss vor. Komm, du darfst einmal Hornskelett. Komm, Bär, komm, du schaffst es. Oje, Gut, das Skelett ist hin, jetzt schauen wir mal, ob er schneller rennt. nein, nicht wirklich.
Vielleicht muss er geschlagen werden. Ja, nicht von mir, das habe ich schon ausprobiert. Okay. Carsten? Ja? Hast du Samen mitgebracht? Die sind im Longhorn. Ach, und das noch bei euch? Das rennt das schneller als der Bär. Okay. Das wird den Weg fünfmal so schnell rennen. Wäre schon lange da, wenn Danu nicht. Tut sie wieder trödeln. Mhm. Ich trödel. So. Carsten? Ja, bitte. Ich hab genug Taming-Pferde. Ich kann dir so viele reinhauen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Für einen Carsten? Bin mir nicht sicher. Weißt, er schleicht da daneben und meckert dann auch noch. Der rennt in ungefähr im gleichen Tempo wie der Bär. Ja, so. Oh oh. Hast du das Longhorn noch Follow? Nein. Hab mich an Goblin gepiekst. Ach, deswegen, okay. Weißt du was, Longhorn, komm mal mit. Okay. So. Lilo, das Longhorn steht gleich vor der Türe. Mhm. Kann mich nicht bewegen. Oha. Oh. Oh, wenn es nicht zu doof wäre, die Türe zu finden. Ah nein, ich habe R gedrückt an der Werkbank. Oh. Gute Idee. Ich denke, warum habe ich ein Steinfenster in der Tasche? Ja, weil du an der Werkbank R gedrückt hast. Longhorn kann man reiten, gell? Nein, das Longhorn kann man nicht mehr reiten. Warum? Weil es sich keine Millimeter bewegt, wenn ich drauf sitze. Zum Glück hast du ja ein breites Tor gebaut. Au! So ein schmaler Hintern, du hast ihn trotzdem getroffen. Oh Mann, hey. Lilu? Hm. Was haltest du von Carsten auf Speck oder so für heute Abend? Das könnte ich machen, ja. Ich. In den Bergetag. Mach mal ein lecker Rezept. So. Ja, du schaffst es. Der ist fast so langsam bewegt, wie er gezähmt ist. Ja. Eine Idee hätte ich noch. Wo ist es denn? Carsten, hast du irgendwas im Kochtopf, also einen Vorgang, am Laufen? Mhm. Ganz hier was oben. Ihr könnt ja erzählen, warum.
Ach, ich weiß auch nicht, es gab vielleicht so einen kleinen Unfall. Ja, das es gibt ja besonderes Zähmfood, das die Sache auch wesentlich angenehmer macht beim Zähmen und wesentlich schneller, ähnlich wie Kibble bei in Ark. Ist ungefähr so viel wie vier gute Essen gebracht hat. Der Haken bei der Sache ist, dieser Garvorgang von dem Zeug dauert relativ lange. So lange, dass Lilo sich in der Zwischenzeit an ihrer Küche leid gesehen hat und den Kochtopf umplatziert hat, während es noch kochte. Genau, weil ich kann dieses Item nicht und ich sehe den Kochvorgang dann im Kochtopf leider nicht. Und ich dachte, Carsten ist schon wieder weg, ich habe ihn nirgends gesehen, also abgerissen. Und dann kommt er zurück und sagt, hast du umgeräumt? Ups. Tja. Carsten, hast du da hinten einen Bären? Nein. Ach, das ist ein Goblin, der sich mit dem Bären kloppt. Bär ist übrigens in der Basis und er bleibt jetzt da. Ah, das sind Lilus neue Felder. Ja, noch nicht fertig, aber ich arbeite dran. Ich muss erst farmen gehen, ich habe kein Holz mehr und Stein. Ja, ich habe halt einen schon mal Longhorn Thundercrest gemacht. Ich bring dir mal wieder Samen. Ich hab gehört, du brauchst die. Ja, Samen fehlen mir auch, ja. Ich leg sie dir einfach wieder in die erste Kiste vorne. Bauteile haben echt interessante Hitboxen teilweise. Da ist ewig viel Platz neben dran, aber man kann sie nicht setzen. Naja. Habe ich dich jetzt echt auf Wandering gestellt? So, bleib stehen. Er wandert aber auch in dem langsamen Tempo. So, Mr. Carsten, wir haben jetzt zwei Kochtöpfe. Hervorragend. Das heißt, der Bank kann ich damit rechnen, dass wir das Superfood immer haben. Das müssen Sie den Superfood kochen. 2037. Was? Nein, also das geht mal gar nicht, Herr Carsten. Na gut, ich bin ja durchaus kompromissbereit. 2038. Nein. So, wir haben jetzt insgesamt vier Felder mit Thundercrest. Mehr Samen habe ich gerade nicht. So, was wollen wir? Komm her, kleiner Böhr. Der Böhr ist leer. Der Böhr ist leer. Der Böhr. So wie er sich anstellt, bewege ich den nie wieder. Oh, ein Rumzig. Ja, schaut nett aus. Hast du gemacht, die Küche? Ja, viele Möglichkeiten habe ich ja leider nicht. Denn es ist hier mehr Platz für Zeug. Carsten, nach Feuer und Luft, was wäre dann das Wichtigere? Eis haben wir eigentlich. Und ja, hatte ich sonst nichts. Okay. Das wären halt so die Hauptschadenszauber, die damit abdeckst. Gut, dann würde ich einfach den Rest verteilen auf die anderen Samen. Carsten, das nicht durchgeschmolzen, lege ich dir jetzt einfach im Kasten, weil du weißt am ehesten wohin. Aha, alles klar. Ich war ja fleißig und hab schon angefangen da drüben mit Forges einzuschmelzen. Oder sagen wir so, ich hatte Langeweile. Wahrscheinlich eher. Mhm.
Du bist noch nicht ganz leer, aber bald. Ich habe gehört, hier wurde Holz bestellt. Ja, Holz und Stein brauchen wir wieder. Aha. Ich meine, war jetzt nicht zu viel, aber was mir halt übrig geblieben ist von vorher. Mhm. So. Und ich wollte mal schauen, was ich für diese Gleitdinger brauche, für diese Gleitschirme. Dann könnten wir mal eine Runde fliegen. Das sind auch die, wo man in der Stadt kaufen kann, gell? Ich weiß nicht, ob man es dort auch kriegt. Ja, das haben wir doch beim letzten Mal, glaube ich, entdeckt. Ja, das Angebot da wechselt aber ständig, genauso wie der Bedarf. Ah, okay. Das ist der normale Fallschirm. Da ist er. Die sind ja billig. Mhm. Moment. Die kann ich wirklich direkt bauen. Was denn? Ach, jetzt habe ich schon wieder Carstens Giftfläschchen in der Inventar. Kein Gift, das ist Säure. Ja. Auch das möchte ich nicht. Ich bring's zurück. Ich schmeiß es dir in den Kochtopf, ja? Mhm. Bist du dir sicher, dass du das mit Carsten in Verbindung im Kochtopf haben willst? Ach ja, no risk, no fun, oder? Meinst nicht? Keine Ahnung. Sie ist diejenige, die mit giftigen Filzen da rumhantiert. Noch nicht. Aber ich koch dir deine Suppe heute Abend. So, Mädels, was haltet ihr von einem Experiment? Experiment, okay. Ich werde es bereuen. Natürlich werden wir es bereuen und wir werden sterben und wir werden leiden und... Ich bin am überlegen, ob ich nicht jeden zwei herstellen sollte von diesem Gleiter. Mach mal. Wer weiß ja nicht, ob sie es verbraucht oder ob was passiert. Eben. Oder... Ne? Ich stelle einfach mal sechs Gleiter her, ja? So, einer noch. Dann lege ich das da außen auf die, wo die Sättel drinnen sind. Ich euch die mal. Komm. So. Für jeden zwei drinnen. Ich meine, im Zweifelsfalle haben wir immer noch diese Heldengestalt, über die wir notfalls eventuell flüchten könnten. Wir haben da draußen ein Problem. Und zwar greift ein Bär unsere Barrikade an. Ich sehe aber seinen Level leider nicht. Na, dann gehe ich mal oben raus und guck mal nach. Oh, treffe ich nicht. Der hat uns... Achso, wart ihr das? Okay. Ja. Ne, durch die Barrikade... Ja, Level nicht. 88. Wollen wir den Zimmer? Schon wieder? Dann stehen wir ja wieder. Ach so. Ja. Weil, ja. Ach, er rennt gerade weg. Lass mal. Ja, ich zieh ihn auf Seite. Ach so, okay. Ist der Plan. Ich hab gedacht, das ist klug, solange ihr euch dann noch nicht entschieden habt. Ja, sonst stehst. Wie lange hat's jetzt gedauert, Danu? Ja, eineinhalb Stunden. Aber lange. Ja, weil wenn wir jetzt nochmal eineinhalb Stunden... Ja. Mhm. Ja. Ja. Wir brauchen erst das bessere Futter. Ja. Mhm. Ich arbeite dran. Also an die Felder und Carsten dann am Rest. Mhm. Ach, Leute. Was? Ja. Der Level 92 und ich habe immer noch keine Zauber in der Leiste, weil ich gar nicht raus wollte. Haben wir heute Bärentag? Ja. Noch mehr Bären. Okay. So langsam aber sicher geben, meine HP zu leiden. Ich bin so dermaßen überladen. Ich lasse jetzt die 10 Perle aber da, aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt für unseren Rundflug-Schau-Dings brauchen, oder? Also ich nehme nur 50 mit. Danu, ich kann übrigens keine Samen in die Tröge nachträglich reinfüllen.
Nee, wenn, dann muss das gleich. Nee, er nimmt sich ein und der Rest bleibt drin liegen und den kannst du auch nicht mehr stacken. Okay. Ja. Naja, dann schauen wir mal. Aber es schaut schon mal ganz gut aus hier. Schaut doch nett aus. Die Bären, die begegnet sind, hatten übrigens Level 88, 92 und. La, 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 er sagt nix. Da kam neuer Samen raus. Wo? Bei dem. Ich hab's jetzt eingepackt. Scrub Seedling war ein Rose Seed dabei. Gibt Rosen. Cool. Ja, anbauen. Ja, mach ich eh. So, dann werde ich jetzt mal Gewicht ablegen. Ah ja, da hast du es auch im zweiten. Du hast 6 Rosensamen und 4 Shrub Seedlings. Cool. Ja. Was denn? Ich ernte gerade die Sachen. Okay. Hast du dir schon 2 Gleiter genommen? Nein. Okay. Mach ich sofort. Aber ich müsste mich halt noch entladen, weil wie gesagt, ich glaube, so fliege ich nur auf die Nase. Okay, dann entlade dich mal. Ich gehe mich durchreparieren, weil mir hat ja doch der ein oder andere Bär geknabbert. Mhm. Der war irgendwie der Meinung, das ist lecker. Dann mache ich nachher weiter, wenn wir zurückkommen von unserem. Genau, ich habe mir nur gedacht, du magst doch mal was anderes als Felder sehen. Ach ja. Nicht? Ich möchte das Wort ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber ich dünge gerade die Felder. Was war das spannendste bei Dark and Light? Das Felderdüngen. Es muss halt gemacht werden, ne? Ja, coole ja, Sachen raus. Auch. Ja, und vor allem kommt mal zu viel leichter an diese Kurs. Ja. Ja, ziemlich gut raus. Da muss man halt mal durch. So, also ich bin durchrepariert. Ich leg mal kurz die Samen und den Hunger in meinen Schrank. Oh, ich habe gerade einen Poison Arrow gelernt. Den darf ich jetzt vergiften. Cast. Sag doch, Hä? Was hast denn du da baut, Carsten? Was ich gebaut habe, weiß ich. Irgendwas, womit man tote Pets wieder erwecken kann. Wie es funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich glaube, es hängt irgendwie mit so Soulstones zusammen oder so. Mal gucken. So, jetzt die Samen weg. Oh, die Samen sind jetzt voll. Die stacken aber auch nicht richtig, ne? Das ist echt nervig. Ja, du musst das halt selber zusammenstacken. Die ganzen Cores weg. Die Ernte. Und dann wäre ich fast soweit. Okay. Was haltet ihr davon, wenn wir hochgehen zum Schädel und von dort fliegen? Zum Schädel. Hast du gehört, wie Erinnerungen wach wurden? Ich sehe mich gerade schon wieder auf der Brücke stehen. Nee, du kriegst ja auch, also du hast ja auch einen. Ja. Ja, Carsten weiß, was ich meine.
Naja, aber wenn, dann eh erst in der nächsten Folge, oder? Solange können wir uns immer unterhalten. Achso, ja, 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 in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Angst. Nein. Fürchterlich, ja. Tschüss!